Hallo, mein Name ist Philipp Albrecht. Ich bin Erfinder und Geschäftsführer der Happy Mat GmbH. Das Unternehmen habe ich vor 7 Jahren gestartet. Und zwar haben wir eine Videobrille, die Patienten hilft, sich abzulenken, zu entspannen während Operationen. Und ich habe heute die Möglichkeit, hier im orthopädischen Spital Speising Experten für Knie-OPs selbst eine Knie-OP zu machen. Ich habe eine Knorpelentnahme heute und ich werde mir Mr. Bean anschauen. Ich freue mich schon total, dass ich die Videobrille heute aufsetzen darf und einfach Selbsterfahrung sammeln aus der Perspektive des Patienten. Das Spital hier, das orthopädische Spital Speising, ist jetzt mittlerweile seit über 3 Jahren Kunde bei HappyMed, sind begeisterte Nutzer. Einmal deswegen und natürlich, weil sie Kniespezialisten sind, habe ich mich dann dafür entschieden, hier heute den Eingriff zu machen. Heute gilt das Motto Brille statt Pille. Ich glaube, es ist kein Beruhigungsmittel oder so. Wir sehen hier bei einem Puls. Ja, jetzt geht es gerade hoch von 100. Das war ein schlechtes Beispiel. Gerade war ich bei 74. Mist. Das wäre gut gewesen. Ich habe mir schon mein schönes Kleid angezogen. Entspanne mich jetzt noch ein bisschen. Fange schon mal an mit Mr. Bean. Und dann ja, wird es gleich losgehen. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich, dass ich jetzt das Produkt einfach mal selbst ausprobieren darf. Ich fühle mich sehr, sehr entspannt, bin angeschlossen, habe meine Fernbedienung in der Hand, kann das Programm wechseln, die Lautstärke verändern. Ja, freue mich jetzt, dass es losgeht. Jetzt vorbei. Der Eingriff selbst ging nur eine Viertelstunde für die Knorpelentnahme. Aber ich habe scheinbar eine Viertelstunde länger geschlafen. Das heißt, auch der OP war eine Viertelstunde länger blockiert, weil ich eben nicht aufgewacht bin, weil ich nicht verlagert werden konnte in den Aufwachraum. Ein klassisches Problem mit der Vollnarkose eben. Aber ich bin eingeschlafen mit einem schönen Konzert von Tuchkowski. Gerade Geigensolo gewesen. Und ich bin einfach weggedämmert. Das war sehr, sehr schön. Jetzt bin ich hier wieder im Aufwachraum seit circa einer Stunde. Habe ein kleines Frühstück bekommen, habe mir weiter nochmal Vivaldi angeschaut und komme gerade so langsam wieder an und es hat wunderbar funktioniert mit der Videobrille. Es ist sehr, sehr entspannend und ich würde es eigentlich jedem wünschen. So Roman, mit dem Gehen ist gar nicht so einfach. Mit 4 Füßen. Ich bin jetzt gut 3 Stunden schon hier im Aufwachraum. Geplant waren 2 Stunden, aber die Vollnarkose hat mich doch etwas mehr ausgenockt als gedacht. Das heißt, ich habe noch immer Schwierigkeiten mit dem Kreislauf. Bin gerade ein paar Meter gegangen, dann Schweißausbrüche und Hitzewallung. Und deswegen liege ich jetzt hier noch mal ein bisschen länger. Tagesklinik prinzipiell mal recht eng getaktet alles. Ich überlege jetzt hier ein zusätzliches Bett. Ist für den Ablauf hier jetzt nicht ganz ideal, kann man nicht ändern. Ich finde es sehr spannend, dass ich das jetzt gerade selbst auch nochmal erlebe hier. Wir haben länger gebraucht im OP, weil ich erst nicht aufgewacht bin, 1/4 Stunde später. Und jetzt hier schon mal 1 Stunde später im Aufwachraum, das sind natürlich Kapazitäten, mit denen das Krankenhaus eigentlich so rechnet, die jetzt aber nicht verfügbar sind, weil ich die weiter blockiere. Ich fühle mich jetzt noch nicht so fit, deswegen fahre ich hier mit dem Rollstuhl nach draußen, werde dann ins Taxi schauen, steigen und nach Hause fahren.
Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auch schon in 6 Wochen auf die zweite OP, wenn der nachgezüchtete Knorpel wieder eingesetzt wird, dann nämlich in Regionalanästhesie. Ich werde live dabei sein, da wird es dann auch ein paar Interviews geben. Dann vermutlich auch ohne diese Nebenwirkungen, dass ich danach schwach bin, es mit dem Kreislauf habe. Wenn Sie neugierig geworden sind und das Ganze einmal ausprobieren wollen, gehen Sie auf unsere Webseite, fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an oder laden Sie auch unseren Innovationsreport runter zur audiovisuellen Sedierung als schonende Alternative in der Anästhesie.